In dieser Präsentation möchte ich auf Schulniveau das quantenmechanische Potentialtopfmodell erklären, mit dem man das Verhalten von Elektronen beschreibt, die an Atome gebunden sind. Dazu möchte ich zunächst die Entwicklung dieses Modells zumindest grob in den historischen Kontext einsortieren. Im Jahr 1888 hat Johann Jakob Balmer sich mit dem Linienspektrum von leuchtendem Wasserstoff beschäftigt. Es gelang ihm, eine Formel zu entwickeln, mit der man die sichtbaren Linien berechnen konnte. Johannes Rydberg konnte die Formel noch erweitern und damit auch Wellenlängen im nicht sichtbaren Bereich bestimmen. Tja, so schön diese Formel nun auch ist, sie ist eine rein mathematische Rechenformel, das heißt ohne ein physikalisches Modell dahinter. Zu jener Zeit galten Atome als Elementarbausteine, und das heißt, dass sie keine innere Struktur haben, sondern selbst die innere Struktur. 1897 gelang es aber Joseph John Thomson, Elektronen nachweislich aus Atomen herauslösen zu können. Und damit wurde der Vorstellung, dass Atome elementar sind, widersprochen. Atome haben eine innere Struktur. Und so begann die Suche danach, wie diese aussieht. Thomson selbst stellte sich das Atom wie ein Rosinenbrötchen vor, in dem die negativ geladenen Elektronen wie Rosinen in dem positiv geladenen Teig sitzen. Im Englischen wird es übrigens auch Plum-Pudding-Modell genannt. Dieses Modell hielt sich einige Jahre, bis 1911 Ernest Rutherford seinen legendären Streuversuch durchführte. In diesem zeigte er, dass Atome größtenteils leer sind und sich fast ihre komplette Masse auf einen relativ winzigen Kern konzentrierte. Daraus entstand das Kern-Hülle-Modell mit einem positiv geladenen, massereichen Kern und fast masselosen Elektronen in der Hülle. Das Modell ist nach heutigem Kenntnisstand auch richtig. Rutherford stellte sich aber zudem auch vor, dass die Elektronen um den Kern kreisen würden, wie Planeten um die Sonne. Die elektrische Anziehung zwischen dem positiv geladenen Kern und den negativ geladenen Elektronen sorgt dabei für die zugehörige Zentripetalkraft. Naja, so reizvoll und plausibel diese Vorstellung auch ist, richtig ist sie nicht. In den Jahren 1911 bis 1914 führten James Franck und Gustav Hertz ihre ebenfalls berühmten Versuche durch, mit denen sie nachwiesen, dass die Energien, die Atome aufnehmen oder abgeben können und damit auch besitzen, nicht beliebig sind, sondern gequantet. Also in Stufen. Nun hat 1913 Niels Bohr ein interessantes Atommodell entwickelt. Er hat die Rutherfordsche Sonnensystemidee übernommen und dazu ein paar Postulate, das heißt unbewiesene Forderungen gestellt. Dass die Elektronen nur auf bestimmten Bahnen um den Kern kreisen dürfen, dass sie dort strahlungsfrei kreisen würden, dass sie nie zwischen den Bahnen seien und dass der Bahndrehimpuls ein ganzzahliges Vielfaches einer bestimmten Konstante ist, nämlich h geteilt durch 2π. Postulate sind eigentlich nie eine gute Idee. Und vor allem die Forderung, dass die Elektronen nie zwischen den Bahnen sein können, irritiert. So müsste ein Elektron beim Energieübergang auf einer Bahn verschwinden und auf einer anderen erscheinen, aber ohne dazwischen hinüberfliegen zu dürfen. Aber mit diesen Voraussetzungen gelang es Bohr, mit den klassischen Formeln für Kreisbewegung und elektrischen Feldern die Balmer-Formel zu bestätigen. Das heißt, er hat eine Atomvorstellung geschaffen, die sowohl zu der Balmer-Formel als auch zu den Erkenntnissen von Franck und Hertz und zu dem Atommodell von Rutherford fasst. Sprich, er hat alles in eine größere Theorie zusammenfassen können. Toll! Begeistert von seinem Erfolg hat Niels Bohr dann versucht, seine Überlegung auf größere Atome zu übertragen. Zunächst auf das nächstgrößere, das Heliumatom, dann auf andere. Zu seiner Enttäuschung gelang ihm das aber nicht, weder für Helium noch für andere Atome. Ja, und nun fallen auch die willkürlichen Postulate wieder mehr auf und die Erkenntnis reift, dass das Bohrsche Modell doch noch nicht so ganz richtig und ein besseres Atommodell notwendig ist. Zeit für den Auftritt der Quantenmechanik, vorangetrieben durch Herren wie Max Planck, Albert Einstein, Erwin Schrödinger, Louis de Broglie und vielen anderen. Ich gehe im Folgenden davon aus, dass Sie wissen, dass ein Elektron ein Quantenobjekt ist. Insbesondere, dass es Welleneigenschaften zeigt und die Wellenlänge mit der Formel von de Broglie bestimmt werden kann. Was passiert also, wenn wir ein solches Objekt auf einen bestimmten Raumbereich einsperren, wie es bei Elektronen der Fall ist, die an Atome gebunden sind? Die Größe des Atoms bezeichne ich nun mit L. Wir untersuchen in der Schule die Situation nur eindimensional, das heißt statt der reellen Situation im Raum nur entlang einer Raumachse, einer Geraden. Dann können wir sagen, für das Elektron ist der Bereich innerhalb einer bestimmten Strecke auf der Geraden erlaubt, ansonsten verboten. Die Strecke habe dabei die Länge L. Wie können wir das formal festlegen? Antwort: über die notwendige potenzielle Energie, die das Elektron besitzen müsste, um sich in den entsprechenden Bereichen aufzuhalten.
Für den erlaubten Bereich ist einfacherweise gar keine potenzielle Energie notwendig, für die Bereiche außerhalb hingegen unendlich viel, was ein Elektron offensichtlich nie hat. Das heißt, wir legen entsprechend den räumlichen Verlauf der potenziellen Energie fest, beziehungsweise des Potentials, was ja Energie pro Ladung ist und damit für Elektronen eine zur potenziellen Energie proportionale Größe. Man spricht hier von einem unendlich tiefen Potentialtopf. Oder anders ausgedrückt, ein Potentialtopf mit unendlich hohen Wänden. Gleichzeitig legen wir ein Koordinatensystem fest mit der Hochachse auf der linken Seite des Potentialtopfs. Welche Folgen hat das für das Elektron? Das Elektron, das ein Quantenobjekt ist und zudem es eine Zustandsfunktion Psi gibt, die einen Zustand in Abhängigkeit von Ort und Zeit beschreibt. Der Funktionswert Psi selbst ist aussagelos. Aber es gibt Formeln, mit der man aus Psi-Quadrat die Aufenthaltswahrscheinlichkeit des Elektrons für einen bestimmten Raumbereich berechnen kann. Für den Fall der eindimensionalen, zeitunabhängigen Situation kann ich das genauer beschreiben. Der blaue Graph sei der vom Psi-Quadrat von x. Statt der Abhängigkeit von drei Raumkoordinaten x, y und z und von der Zeit t habe ich nur noch die Abhängigkeit von x. Das ist eben genau das, was mit eindimensional und zeitunabhängig gemeint ist. Das Integral über Psi-Quadrat beschreibt eben genau jene Aufenthaltswahrscheinlichkeit, dass sich das Elektron in dem Bereich der Integralgrenzen aufhält. Psi-Quadrat bezeichnet man daher auch gerne selbst als Wahrscheinlichkeitsdichte. Berühmt in der Physik ist die Gleichung von Erwin Schrödinger, die im eindimensionalen zeitunabhängigen Fall lautet Psi2' von x plus 8π² mal m geteilt durch h² mal in Klammern w gesamt minus w pot von x mal psi von x gleich 0. Ui, das sieht kompliziert aus. Aber wir werden uns die Untersuchung spürbar vereinfachen. Durch den Potentialverlauf ist die potenzielle Energie w pot im gesamten relevanten Bereich 0 und der Term w pot von x fällt weg. Und das ist toll. Denn wenn man nun unerschrocken genau auf den Vorfaktor schaut, so erkennt man, dass alle anderen Faktoren Konstanten sind. Die Zahl 8, die Zahl Pi, die Elektronenmasse m, die Planck-Konstante h und die Energie w gesamt. Also steht da im Prinzip Psi2' von x plus eine Konstante mal Psi von x gleich 0. Oder noch einfacher formuliert, Psi2' von x ist proportional zu minus Psi von x. Das ist eine Differentialgleichung. Differentialgleichungen sind im Allgemeinen recht schwer zu lösen. Aber diese hier, die ist so einfach, dass man die Lösung erraten kann. Welche Funktion hat die Eigenschaft, dass die zweite Ableitung proportional zum Negativen ihrer selbst ist? Antwort: die Sinusfunktion. Denn Sinus abgeleitet ist Cosinus und nochmal abgeleitet minus Sinus. Das heißt, aus der Schrödinger-Gleichung ziehen wir hier nur den Fakt heraus, dass für diesen einfachen Potentialverlauf die Psi-Funktion eine simple Sinusfunktion ist. Als Gleichung Psi von x gleich a mal Sinus von b mal x plus c plus d, wobei a, b, c und d noch unbekannte Parameter sind, die wir nun bestimmen müssen. Damit Sie sich nun vorstellen können, was das bedeutet, habe ich hier bei Dynergio 4 Schieberegler eingerichtet, die die Parameter a, b, c, d repräsentieren. Und definiere nun entsprechend die Funktion a mal Sinus von b mal x plus c plus d und schaue mir den Funktionsgraph an. Nun kann ich erkennen, wie der Einfluss der Parameter ist. Ich verändere zunächst den Parameter d. Und man sieht, was passiert. Der Graph schiebt sich nach oben bzw. unten. Nun verändere ich den Parameter c. Man sieht, welcher Einfluss hier da ist. Der Graph verschiebt sich nach links bzw. rechts. Schauen wir uns den Einfluss des Parameters b an. Der Graph wird in x-Richtung gestaucht bzw. gestreckt. Und schließlich noch der Parameter a. Der Graph wird in y-Richtung gestreckt bzw. gestaucht. Am einfachsten ist das Bestimmen des Parameters d. D muss 0 sein, sonst ist die zweite Ableitung nicht proportional zur Funktion selbst und die Differentialgleichung ist nicht erfüllt. Nun überlegen wir, das Elektron darf nicht in der linken Wand sein.
denn es geht übrigens auch, dass Psi keine sprunghaften Änderungen haben kann. Mit dem Koordinatensystem, das ja so liegt, dass der linke Rand auf der Hochachse ist, folgt Psi von 0 gleich 0. Denn die Wahrscheinlichkeit und damit auch die Wahrscheinlichkeitsdichte Psi Quadrat muss ja dort 0 sein. Das macht die Bestimmung von C einfach, denn nun steht da Psi von 0 gleich A mal Sinus von 0 plus C gleich 0. Und da Sinus von 0 gleich 0 ist, folgt sofort, auch C ist 0. So weit, so leicht. Das vereinfacht die Gleichung zu Psi von x gleich a mal Sinus von b mal x. Ja, und weil der Ansatz, dass das Elektron nicht in der linken Wand sein darf, so schön geholfen hat, schauen wir uns nun die rechte Wand an. Auch dort darf das Elektron nicht sein. Also ist Psi von L gleich 0. Das zu untersuchen ist etwas schwieriger. Ich schaue mir dazu mal die Sinusfunktion noch etwas genauer an. Für welche Werte x ist Sinus von x gleich 0? Ja, man sieht schnell, die erste Nullstelle ist bei Pi, die zweite bei 2Pi, die dritte bei 3Pi und so weiter. Allgemein gesagt, für x gleich n mal Pi, wobei n eine natürliche Zahl sein muss, also positiv und ohne Komma, ist die Sinusfunktion 0. Setze ich nun L im Psi von x ein, so ergibt sich Psi von L gleich a mal Sinus von b mal L gleich 0. Und da Sinus von n mal Pi gleich 0 ist, wie gerade überlegt, folgt sofort, b mal L muss gleich n mal Pi sein. Und damit habe ich den Parameter b bestimmt. B ist gleich n mal Pi geteilt durch L, sprich ein ganzzahliges Vielfaches von Pi geteilt durch die Topfgröße L. Dann wird Psi von x zu Psi von x gleich a mal Sinus von n mal Pi durch L mal x mit n aus dem Bereich der natürlichen Zahlen. Der Parameter a kann ebenfalls noch bestimmt werden. Für unsere Betrachtung bezüglich der Energie spielt a eigentlich keine Rolle, daher könnten wir ihn auch allgemein lassen. Trotzdem sage ich jetzt mal den Ansatz und das Ergebnis. Der Ansatz ist der, dass das Integral von 0 bis L über Psi Quadrat von x dx gleich 1 sein muss, denn die Wahrscheinlichkeit, dass das Elektron irgendwo in dem Topf ist, liegt ja per Festlegung bei 100%. Und daraus ergibt sich dann mit ein paar geschickten Umformungen a gleich Wurzel aus 2 durch L. Und damit haben wir Psi von x endgültig bestimmt. Psi von x ist gleich Wurzel aus 2 durch L mal Sinus von n mal Pi durch L mal x. Das wirkt jetzt wenig anschaulich. Da bin ich einfach mal hingegangen und habe eine willkürliche Topfbreite gewählt. E gleich 10, in welcher Längeneinheit auch immer. Wenn wir von Atomgrößen reden, wäre vielleicht die Einheit 10 hoch minus 10 Meter passend. Nun setze ich nacheinander für n die ersten möglichen Zahlen 1, 2 und 3 ein und schaue mir mal an, wie die gehörigen Zustandsfunktionen aussehen. Das kann übrigens jeder mit einem einfachen grafikfähigen Taschenrechner nachvollziehen. Einfach für L und N die oben genannten Zahlen einsetzen. Das Koordinatensystem geht auf der x-Achse natürlich passend zur gewählten Topfbreite von 0 bis 10. Die y-Achse kann man durch Ausprobieren finden oder sich überlegen, dass der Sinus maximal 1 ist und damit der y-Wert insgesamt höchstens Wurzel aus 2 durch L. Also hier Wurzel aus 2 durch 10, das ist ungefähr 0,45. Für n gleich 1 ergibt sich folgender Graph. Aha. Werden unsere Bedingungen eingehalten? Es ist eine Sinusfunktion, klar. Also ist die Schrödinger-Gleichung soweit berücksichtigt. Es ist Psi von 0 gleich 0 und Psi von L, L ist ja hier 10, auch gleich 0. Gut. Okay, na gut, dass das Integral über Psi Quadrat von 0 bis 10 gleich 1 ist, kann ich hier nicht prüfen. Wird wohl schon stimmen. Nehmen wir n gleich 2. Auch hier ist Psi von 0 gleich 0 und Psi von L ebenfalls 0. Prima. Und für n gleich 3 passt das Ganze ebenfalls. Und jetzt erkennen wir auch die Struktur, welche Sinusfunktionen möglich sind. Nämlich immer die, bei denen eine Nullstelle bei x gleich 10 liegt. Und das ist ganz prima, denn damit erkennen wir auch einen Zusammenhang, den wir nutzen können. Die Topfbreite L ist ein ganzzahliges Vielfaches der halben Wellenlänge. Für n gleich 1 ist L die halbe Wellenlänge, also L gleich Lambda halbe. Für n gleich 2 ist L gleich der Wellenlänge selbst, also L gleich 2 mal Lambda halbe gleich Lambda. Für n gleich 3 ist L gleich der anderthalbfachen Wellenlänge, also L gleich 3 mal Lambda halbe. Und dann passt das mit dem gleichen n, das wir schon vorher verwendet haben. Topfbreite L ist gleich n mal Lambda halbe.
Durch eine kleine Umstellung kann ich damit die möglichen Wellenlängen Lambda der Psi-Funktion in Abhängigkeit der willkürlich festgelegten Topfbreite L bestimmen. Lambda ist gleich 2 mal L geteilt durch N. Das ist wichtig. Diese Gleichung merken wir uns. Schauen wir uns aber zunächst nochmal die Wahrscheinlichkeitsdichtenfunktion Psi Quadrat von x an. Für n gleich 1 sieht das Ganze so aus. Die Wahrscheinlichkeit ist am größten, dass sich das Elektron in der Mitte des Topfes aufhält. Bei n gleich 2 hingegen wird es nicht die Mitte sein, sondern es wird zu gleichen Wahrscheinlichkeiten links oder rechts davon sein. Und Psi 3 Quadrat von x sieht so aus. Diese möglichen Wahrscheinlichkeitsfunktionen sind in ihrer Bedeutung jedoch eher weniger anschaulich. Aber wir können damit ein paar Folgerungen für die Energien des Elektrons im Topf machen. Und die sind wiederum auch makrophysisch messbar. Beginnen wir mit der potentiellen Energie. Die ist im Topfinneren per Definition 0. Außerhalb des Topfes ist das Elektron nie. Das heißt, das Elektron hat nie potentielle Energie. Und damit bleibt ihm nur noch Bewegungsenergie übrig. Die Formel dafür kennen wir. W ist gleich 1/2 mal mv². Soweit so gut. Aber wie können wir jetzt die Wellenlänge der Zustandsfunktion da hineinbringen? Den Zusammenhang liefert uns die Formel von de Broglie. Lambda ist gleich h geteilt durch p. Das kann man nach p umstellen. P ist der Impuls, definiert über p gleich Masse m mal Geschwindigkeit v. Oben in der Formel können wir das noch nicht direkt einsetzen, aber wenn wir den Ausdruck einmal mit m erweitern, das heißt einmal im Zähler oben und einmal im Nenner unten ergänzen, was ja nach der Bruchrechnung ohne Wertänderung möglich ist, dann steht oben m² mal v², und das ist dann eben genau p². Nun passt die Formel so, dass wir den de Broglie-Zusammenhang einsetzen können. Und wenn wir das machen, entsteht für die Energie W ist gleich p² geteilt durch 2m und dann eingesetzt h² durch 2m mal lambda². Das gilt für alle Elektronen, also auch für die freien. Bringen wir nun die Wellenlängen, die für eingesperrte Elektronen möglich sind, ins Spiel. Wie vorhin festgestellt, gilt für diese lambda gleich 2 mal L geteilt durch n. Auch das setzen wir ein, wobei wir noch das Ganze quadrieren und in den Nenner schreiben müssen. Dabei würde ein Doppelbruch entstehen und bekanntlich kann man alles, was im Nenner vom Nenner steht, wieder in den Zähler schreiben. Mache ich das alles, so entsteht schließlich h² mal n² geteilt durch 2m mal 2² mal l². Ich schreibe das nur aus Gründen der besseren Interpretierbarkeit leicht um und rechne dabei noch 2 mal 2 zum Quadrat gleich 2 mal 4 gleich 8 zusammen. Und es entsteht, Gesamtenergie ist gleich h² geteilt durch 8 mal m mal l² mal n². Jetzt habe ich eine gute Nachricht für alle, die die Nase voll von den algebraischen Umformungen haben. Wir sind damit fertig. Wir interpretieren nur noch, was wir gefunden haben. Das Wichtigste, die Energie W ist proportional zu n², wobei n eine natürliche Zahl ist. Statt beliebiger Energien haben wir nur noch feste Energiestufen, also eine Energiequantelung. Das heißt, das, was Bohr noch postulieren musste, entsteht bei der quantenphysikalischen Betrachtung von alleine. Wie ist eigentlich die Quantelung entstanden? An folgender Stelle. Statt beliebiger Wellenfunktionen habe ich nur noch solche, die an den Rändern des Topfes Nullstellen haben. Damit sind die Wellenfunktionen gequantelt. Und zu jeder Wellenfunktion gehört, wie gerade durch Umformung gesehen, eine bestimmte Energiemenge. Und damit sind dann auch die Energien gequantelt. Auch ist interessant, W ist proportional zu 1 durch L². Die Topfbreite L gebe ich ja vor. Das heißt, sperre ich die Quantenobjekte in einen kleineren Topf, so steigt automatisch deren Energie. Oder anders ausgedrückt, ich brauche mehr Energie, um sie in einen kleineren Topf zu sperren. Damit ist ein Quantenteilchen auch nicht an einem festen Ort lokalisierbar. Wenn ich es an einen festen Ort packen möchte, müsste ich es in einen Potentialtopf mit der Breite L gleich 0 packen. Die zugehörige Energie wäre unendlich groß. Das geht also nicht. Das ist übrigens ein Aspekt, der zur Heisenbergschen Unschärferelation gehört. Auch ist übrigens klar, die Energie ist nie 0. Sie ist immer größer als 0. Das heißt, das Elektron ruht nie in dem Topf. Es hat immer Bewegungsenergie. Eine Sache stört allerdings auch. W ist nach dieser Formel proportional zu n². Aber die Balmer-Formel zeigt ja, dass W in Wirklichkeit proportional zu 1 durch n² sein müsste. Das heißt, hier entsteht ein Widerspruch zu den realen Messwerten.
Ist also alles umsonst gewesen? Nein, es war nur zu einfach. Wir haben nur einen eindimensional zeitunabhängigen Fall mit einem erheblich vereinfachten Potential betrachtet. Zieht man die echten Atompotenziale heran und betrachtet die Situation räumlich, so entstehen auch die richtigen Energiestufen. Nur können wir das in der Schule nicht mehr leisten. Das machen wir dann in den Universitäten. Aber eine Sache können wir doch noch machen. Wir können unser Resultat, so unvollkommen es auch sein mag, einfach von einer auf drei Dimensionen erweitern. Statt nur eines erlaubten Bereiches in X-Richtung haben wir nun auch einen in Y und einen in Z-Richtung. Das heißt, wir bauen einen Quader, einen Kasten, in den wir das Elektron dann einsperren. Dann entsteht im einfachsten Fall in X-Richtung die Psi-1-Funktion mit der hier eingezeichneten Psi-1 zum Quadrat Wahrscheinlichkeitsdichte. Gleiches in Y und in Z-Richtung. Dann haben wir jetzt eine Wahrscheinlichkeitsdichte-Funktion in Abhängigkeit der drei Raumkoordinaten. Das ist jetzt nur blöd darzustellen, denn schon die Inputwerte nehmen ja alle Raumkoordinaten ein. Ich habe jetzt hier mal versucht, Psi-Quadrat durch eine entsprechend intensive Weißfärbung darzustellen. Eine etwas kompliziertere Möglichkeit wäre, dass in x-Richtung die Psi-2-Funktion entsteht. Machen wir zuerst den Kasten und nun die Psi-2 zum Quadrat Wahrscheinlichkeitsdichte in x-Richtung. Lassen wir die Funktion in y- und in z-Richtung so wie vorher, dann entsteht diese Wahrscheinlichkeitswolke. Das heißt, die Psi-Quadrat-Funktion in Abhängigkeit von x, y und z bildet eine Wolke aus Wahrscheinlichkeitsdichten. Diese Wolken bezeichnen wir als Orbitale. Zu den Orbitalen lassen sich dann wiederum bestimmte Energiestufen zuordnen. Und damit sind wir auch zum Schluss des Potentialtopfmodells auf Schulniveau gelangt. Lesen Sie dazu auch Ihre Physikbücher. In so manchen finden Sie auch ein paar Lösungen zu den echten Atompotentialen. Von mir aus aber heißt es jetzt, wenn ich Fehler gemacht habe, bitte ich um Rückmeldung und um Verzeihung. Ansonsten, bye bye.